Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag. Heute ist der 7.7.2023. Es ist 7 Uhr. Genau 7 Uhr. Nicht 7 Uhr, 7 oder so. 7 Uhr. Ja, das Wochenende steht praktisch vor der Tür. Ja. 2, 3 Termine heute noch. Und dann entspannt ins Wochenende. Ja. Die letzten 3 Tage im Büro arbeiten waren gut, macht Spaß und ich bin guter Dinge, dass ich das auch die nächsten Wochen hinkriege, dass ich immer Dienstag bis Donnerstag da bin, vielleicht auch manchmal Montag bis Mittwoch oder so, je nachdem, wie sich es halt anbietet, wie es das braucht. Und ich genieße aber auch die Zeit, die ich von zu Hause aus arbeiten kann, keine Frage. Ja, gestern war Donnerstag, gestern gab es keinen Stream, gestern war der Tag der Absagen. Erst habe ich für den Spielenachmittag in der Firma von einer Kollegin eine Absage gekriegt, arbeitsbedingt natürlich, da gab es irgendwie Sachen, die noch geklärt werden mussten und das ist natürlich wichtiger, als da irgendwas zu spielen, verstehe ich voll und ganz. Aber auch eine Kollegin, die mit ihrem Verlobten kommen wollte, war dann doch im Homeoffice und war doch nicht in der Firma und ja. Demnach saß ich dann von 16 bis 16.30 in einem unserer Wertekompassräume und habe ein bisschen im Internet gesurft und gewartet und dachte mir so nach einer halben Stunde, kommt wohl keiner und bin unverrichteter Dinge nach Hause gegangen. Nach Hause, jetzt werden sich vielleicht die eine oder andere Person fragen, wie nach Hause, der wollte sich doch mit Andi treffen. Ja, war angedacht, aber mittags hatte ich schon eine Nachricht bekommen von Andi, dass er nicht kann. Zu Hause muss er sich um seine Eltern kümmern und deswegen muss er den Termin leider absagen. Das heißt, ich bin dann irgendwann so um 4:30 nach Hause gewatschelt und ich zu Hause war es 4:15 und dann habe ich ein bisschen Fortnite gespielt und danach bin ich auf die Couch gegangen und habe die letzten 3 Folgen der ersten Staffel von New Amsterdam geguckt. Und dann war es irgendwann auch schon wieder 9:30 und dann bin ich ins Bett. Das war mein Donnerstag. Ja, heute gibt es auch ein bisschen anderen Ablauf, anderes Ablaufschema, anderes Programm als sonst die Freitage. Was ist denn hier los? Warum ist es so rot jetzt auf einmal? Heute werde ich 15 bis 18 Uhr Hogwarts Legacy streamen. Auch für morgen ist Hogwarts angedacht. Der Plan ist, heute und morgen die ganzen Quests zu beenden, sodass ich dann morgen mit euch gemeinsam den Abspann genießen kann. Schauen wir mal, ob das klappt. Aber das ist der Plan. Und am Sonntag gibt es dann Jedi Survivor, Stand heute. Also, wie gesagt, heute Nachmittag ein Stream. Ich denke mal, bis 14, 15 Uhr werde ich heute arbeiten. Und dann lasse ich den Stift fallen und rolle rüber zum Spiele-PC. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Das mit der Hausverwaltung hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich eine Antwort gekriegt habe, dass die Nachzahlung berechtigt war. Ich habe die auch dann schon am Mittwoch, glaube ich, überwiesen. Schade um das Geld, aber sie haben recht. Ich habe im Jahr 22, also letztes Jahr, ja nicht meine 710, sondern 664 Euro Miete gezahlt. Und diese Differenz schlug sich dann auch in der Nebenkostendifferenz aus und ja, nieder, nicht aus. Und dementsprechend musste ich dieses Jahr mal nachzahlen. Aber da die Miete jetzt wieder über 710 Euro ist, sollte es in 24 für 23 eigentlich keine Nachzahlung geben. Mal gucken, vielleicht eine Rückzahlung wieder. Ja, ansonsten, nö, habe ich eigentlich nichts. Könnte mich mal wieder rasieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe ja echt schlimm aus. Aber egal, passt schon so. Heute in der Telco sehe ich dann halt aus wie ein Jedi, aber ist ja auch okay. Gut, mehr habe ich mal wieder nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Kommt alle gut ins Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Thema Wochenende. Oh, heute ist Weltschokoladentag. Thema Wochenende, die Love Parade in Berlin, die ja irgendwie ein Sanitätsdienstleister Anfang der Woche verloren hat. Ja, die versucht zwar gerade noch Geld zu sammeln, aber mit
weiß ich nicht, 18.000 von 250.000, die sie brauchen, kommen sie nicht weit. Und so wie es aussieht, wird die dieses Jahr ausfallen, weil sie halt niemanden haben, der sich um die Sanitätsthemen kümmern kann. Und das ist natürlich krass, eine Woche vorher festzustellen, wir haben ja gar niemanden, der die Leute versorgt. Das ist echt, also... Kann man sich jetzt überlegen, wem man da glauben mag. Gibt ja verschiedenste, mindestens zwei Varianten, warum es jetzt dazu gekommen ist. Ja, mir tut der Enno und der Shai und der Tom und wer wollte noch mit? Der Snooz, glaube ich, ein bisschen leid. Die haben sich ja schon sehr gefreut auf das Event. Die fühlen das ja richtig, ich nicht so, aber die schon. Ja, und jetzt sieht es danach aus, dass sie vielleicht doch dann zu Hause tanzen müssen am Wochenende. Naja, schauen wir mal. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder, aber ich glaube eher nicht. Gut, dann war es das von mir. Kommt gut durch den Freitag. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und wir hören uns, dann später beim Stream, wenn ihr möchtet. Oder morgen beim nächsten täglichen Vlog. Vielleicht nicht ganz so früh wie heute. Bis dann. Tschüss.